So, willkommen zurück zu Silent Hill 1, Teil 2. Wie ihr seht, an meinem Speicherstand bin ich nochmal ins Café gegangen, weil ich einfach nochmal kontrollieren wollte, weil auf dieser Karte, ich kann euch das mal zeigen, ist hier dieser Punkt und ich dachte, dass vielleicht da der dritte Schlüssel liegt, den wir noch brauchen, um die Gartentür in der Levin oder Levin Street aufzukriegen. Aber nein. Kein Schlüssel, nichts weiter. Okay, dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns jetzt wirklich mal auf den Weg zur Schule machen. Ich werde jetzt nochmal gucken, wie ist es gesundheitsmäßig? Ganz gut. 10. Ja, gut, können wir ja nochmal nachladen. Wie viele Kugeln haben wir denn? Ja, 102. Ich denke mal so. Wir gucken jetzt einfach mal. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Madison Street. Und versuchen einfach von da aus mal runterzukommen. Und zwar müssen wir da hier lang. Aber mein Kopf verdreht das manchmal so, dass ich muss echt noch mal gucken. Ja, ich hab's gewusst. Ich laufe in die falsche Richtung. Ach ja. So, wir gehen nämlich hier lang. Und ich glaube, wir müssen sogar darüber. Ich würde auch gerne mal hier die zweite Seite absuchen, ob hier vielleicht irgendwo ein Drink oder sowas steht. Gehen wir einfach mal. Lauf, Forest. Ja, ich weiß, der war schlecht. Ach ja, es fliegt wieder, es fliegt wieder. Habt es gehört? Aber wir sind richtig. Ein bisschen links runter da vorne, aber erstmal werde ich hier erschießen. Das hier einfach mal. Go away! Also, Harry ist mit der Schusswaffe echt ein passionierter Schütze. Oh, Leute, wartet mal einen Moment. Ich muss mal eben den Sound auf meinen Kopfhörern ein bisschen leiser drehen. Das war jetzt nämlich echt dolle laut. Geh doch einfach weg. Ja. Das passiert, wenn man. Oh, da sitzt der nächste schon. Ey, ich. Oh. Ach, der ist tot. Okay. Und dann schießen wir den. Ist er tot? Aber der saß doch hier nicht umsonst, oder? Hier ist doch irgendwas. Der hat doch hier was bewacht, oder nicht? Ne? Schade eigentlich. Schade, schade, schade. So, okay. Wir gehen jetzt hier noch ein Stück hoch. Und rennen mal ein bisschen. Natürlich nicht gegen die Wand, Harry. So. Und alles nur, weil Cheryl weggelaufen ist. Ernsthaft. Das gibt Hausarrest. Nein. Ich wollte hier lang. Ja. Ja, wenn es jetzt wieder geflogen kommt. Ey, ehrlich. Ich. Oh. Ach, oh, Gott. Ja, nein, hier ist die Straße zu Ende. Yay, hier kommen wir nämlich auch nicht lang. Super. Ich freue mich gerade echt super darüber, dass das. Ja, Harry, hol erstmal Luft. Können wir hier irgendwie rein? Nee, können wir nicht rein. Gut. Dann ist jetzt hier der Weg nämlich auch zu Ende. Oh, wo müssen wir denn dann hin? Ah.
ist ja so gut, echt so gut wie alles versperrt. Dann würde ich würde echt sagen, ja, uns fehlt der dritte Schlüssel. Aber wo ist der? Das ist es ja. Warte mal, die waren unmittelbar. Unmittelbar beieinander. Das heißt, ich werde jetzt nochmal in die Madison Street gehen und nochmal an die Seite vom Restaurant. Weil von vorne werde ich nicht rankommen. Ich denke, dass dieser Strich. Der Strich war vorher noch nicht da. Ich denke mal nämlich, die Finney Street ist oben auch abgebissen. Wir kommen nur. Ja, wir werden nur durch den Garten rauskommen. Da sehe ich doch, da ist doch so ein. Ja, gut. Alles klar. So ein Weg. Bin ich auf das Wort Weg gekommen. Super, ne? Steht hier ein Drink oder so? Hier ist ein Hund oder. Nein! Ja. Ausgetrickst habe ich dich. Okay, also der dritte Schlüssel, wenn der uns jetzt reinreißt, ernsthaft. Ich gehe noch mal gucken. Da muss was sein. Da muss absolut. Ich habe wahrscheinlich nicht richtig geguckt. Gucken noch mal. Ich gucke noch mal auf die Karte. Ich weiß, es tut mir echt leid, dass ständig die Karte offen ist. Aber irgendwie, nee, er muss auf die Seite, oder? Du musst hier rüber, Harry. So. Jetzt gehen wir auch mal langsam. Wir gucken jetzt einfach hier mal alles durch. Hound Moon, der. Oh. Kommt's geflogen? Wehe, es kommt geflogen. Ein Stück müssen wir noch. Ich glaube aber, dass ich sogar auf der richtigen Seite bin. Roasted Coffee. Gucken. Nein, ich bin auf der falschen Seite. Aber ja, das ist aber immer so. Es gibt nur zwei Möglichkeiten und ich entscheide mich definitiv immer für die falsche. Das war schon damals in Mathe so. So, jetzt bin ich aber richtig. So. Weil hier irgendwo ist so ein kleiner Zwischenraum. Ne? Wir gehen einfach mal langsam. Oder bin ich zu doof und habe irgendeinen Hinweis nicht gesehen? Ich werde. Ja, das ist gerade echt geil. Hier ist ein Gartentor. Können wir da durch? Irgendwie. Ja, Harry, ruh dich aus. Nein. Ganz ruhig. Wir finden das schon irgendwie. So, vielleicht hier in. Aber. In einer der Hundehütten vielleicht? Aber die packen doch nicht. Ich meine. Er sagt ja auch nichts, wenn man an die Hundehütten rangeht. Also denke ich mal, dass die einfach mal irrelevant sind. Schätze ich jetzt. Was ist hier? Sagt er was zu dem Rolltor? Oder beziehungsweise zu dem Garagentor? Aber hier waren auch Gegner. Ich denke. Ich glaube, ich bin jetzt hier so auf der Höhe von diesem Strich. Ja. Ich gucke hier jetzt echt alles ab, weil ich mir auch gar nicht mehr sicher bin. Ja. Aber er sagt nichts zu den Hundehütten. Also denke ich jetzt einfach mal. Was steht da? Oh, was? Christmas? Was? Ach, Off Limits. Christmas, alles klar. Hab nur schon eine Brille auf und lese noch Off Limits Christmas. Ja. Kann man echt machen. Sollte man vielleicht nur nicht laut sagen. So, was ist das? Auch wieder so ein Hundeding.
Ich werde jetzt hier mal beide Seiten hoch und runter gehen. Irgendwie. Die steht hier so provokant. Da gucke ich doch trotzdem mal. Naja. Sagt nichts. Ich bin jetzt hier beim. Moment. 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 Muss ich. Kaum gucke ich auf die Karte, fängt er an, durchzudrehen hier. Das. Nee. Liquor Store. So. Hier lang. Okay. Vielleicht doch irgendwie. Also es kann eigentlich nicht so. Im Liquor Store vielleicht. Wenn ich da hinten. Moment, ich muss da noch mal gucken. Ey, es ist echt. Sorry. Aber. Das Ende. Da habe ich den Hinweis auf Cheryl gefunden, der mir sagt, sie muss, du musst zur Element, ja, Street, Elementary Street, Mensch, zur Elementary Mitteldings, School, Mitteldings. Jawohl, ich bin gerade so verwirrt, weil ich habe mich noch so gefreut, weil ich dachte so. Ja, voll cool. Gleich zwei Schlüssel gefunden. Bist ja gar nicht so doof. Ja, und dann hängt's am dritten, ey. Ernsthaft. Guck hier gerade auch echt alles ab, ja. Also, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich irgendwie. Hier ist doch so ein. Nee. Auch nicht. Hier ist aber auch nichts weiter. Das Einzige, was wir jetzt halt noch machen könnten, ist, weil da vorne war ein Gegner. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet, dass wenn da ein Gegner rumrennt, weil wir sind ja relativ gut durchgekommen. Ich gehe jetzt hier nochmal beim Liquor Store lang, also beim Schnapsladen. Weil ich die kleine Hoffnung habe, ich habe ja hier echt rumgeguckt. Es ist ja, es liegt hier ja kein Schlüssel und ich weiß auch, ich kann mich leider Gottes nicht mehr erinnern, ob da jetzt, ja genau, jetzt hör auf, jetzt komm hier nicht wieder geflogen. Ich möchte das nicht. Ex und Lex, ja, genau. Lex, hier gibt's Beine. Super. Naja, wenn wir mal eins brauchen, wissen wir auf jeden Fall, wo wir Beine kriegen. Das sind hoffentlich Hunde, die hier. So, jetzt bin ich in der Finney Street. Wo bin ich? Da oben. Elroy Street. Das gibt es nicht. Ich hab doch. Ja, Kaffee. Toll. Die beiden habe ich doch gefunden. Ich komme aber. Auf andere Art und Weise absolut nicht. Ich bin da lang gegangen und da war nichts. Da war absolut nichts. Oder habe ich? Ich kann doch so doof gar nicht sein. Nee. Nee, 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 nee. Ich bin jetzt hier beim Liquor Store. Food. Liquor. Oh. Ja, genau. Schön gegen die Wand gelaufen. Ah. So. Ich gehe jetzt hier nochmal lang. One way, sagt er mir. Und hier knistert's. Schon wieder. Moment, das ist doch hier. Das sieht doch aber anders aus als alle anderen. Ich finde echt den Schlüssel nicht. Ich möchte. Das tut mir jetzt auch voll leid, dass ihr mir aber so völlig beim Failen zuguckt, aber es muss ja einen Grund geben, warum. Hier ist Off Limits.
Herzlichen Glückwunsch. ich möchte das jetzt einfach unkommentiert lassen, weil mich meine eigene Dummheit gerade wütend macht. Ja, ich habe das vorher. Das sah. Ja. 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 Ich hab's gewusst. Oh Gott. Ey, weil ich das nie, dieses Off-Limits. Ich hab das für einen Zaun gehalten, ne? Ich hab gedacht, weil durch den anderen Zaun bin ich auch nicht gekommen, darum. Oh, hier hat einer mit dem Kopf Baseball. Basketball gespielt. So, aber auf jeden Fall kommen wir jetzt in den Garten von dem Haus. Da werden wir uns jetzt auch schnellstens hinbewegen. Und da können wir dann. Oh Gott, ey. Das macht mich schon wieder fuchtig, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Oh. Ja. Naja, herzlichen Glückwunsch. Und ich wüsste. Ja. Ich möchte das jetzt eigentlich. Ich möchte das vergessen. Tun einfach so, als ob das jetzt gar nicht passiert wäre. Und wir freuen uns einfach darüber, dass wir den Schlüssel haben und jetzt endlich mal weiterkommen. Und ihr mir nicht mehr beim Failen zugucken müsst. Na, richtig. Ich hoffe es zumindest, ja. Dann einfach mal in die. Moment. Lalalala. Ja. So, wir laufen mal noch ein bisschen weiter, aber gehen schon mal rüber. Ja, Harry ist doch okay. Also so konditionsmäßig ist der Kleine nicht wirklich gut drauf. Ich muss immer gucken, ich bin, was Karte laufen anbelangt, echt nicht gut. Na, gerade hier, wo es auch so neblig ist. Fliege. So. Ich muss hier irgendwo demnächst abbiegen, aber er ist da vorne. Ey, komm, Harry, Endspurt. Schaffst du. Wenn ich jetzt hier auch irgendwo was. Oh, es fliegt schon wieder. Nein. Ich versuche jetzt mal vor dem Ding im Haus zu sein und renne einfach mal völlig krass alle Briefkästen um. Und Bäume, die mir einfach mal gar nichts können. So, Harry. Nee, ich bin doch wieder falsch, kann das sein? Oder bin ich auf der falschen. Wer hätte das gedacht? Ich bin auf der falschen Straßenseite. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ah, hier, haha. So. Ach Gott, ja. Alles klar. Alles klar, alles klar. Rein, rein, rein. Rein. Aber man muss auch echt richtig genau stehen, ja. Genau. Erstmal Luft holen. Und dann gehen wir erstmal speichern. So. Gehst du. Harry, speichern. New save. No saving. Haha, Dockhaus. So. So. Jetzt können wir raus. Es ist nicht abgeschlossen. Dann mach doch die Tür gleich auf. Was? Oh mein Gott. Was denn? Nein. Es wird schon wieder dunkel. Was ist los? Nein! Nein. Oh, das finde ich jetzt aber gar nicht korrekt. Die verwöhnen mich wieder. Oh. Die verwöhnen mich wieder mit Tränken. Das kann doch jetzt nur heißen, dass ich gerade. Ja, dass sich gerade die Welt verändert hat. Schön. Na, da freuen wir uns doch.
Ja. Mein Gut, dass ich jetzt gerade keine Angst habe. Schon gar nicht bei der tollen Musik, die hier gerade läuft. Oh, super. Klasse. Und wir haben einfach mal nur diese asoziale Taschenlampe. Gott, ich muss jetzt echt mal gucken hier. Das ist. Ja. Toll. Man hört die Begeisterung quasi raus. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Wunderbar. Gehen wir dann. Oh, jetzt habe ich mich. Oh Gott, ey. Muss. Moment, ich muss mal echt den Sound ein bisschen leiser drehen bei mir. Jetzt habe ich mich vom Knarzen der Tür erschreckt. Oder erschrocken? Erschrecken, erschrockt? Erschrockt. Ich habe mich erschrockt. So. Nebenbei noch ein neues Wort erfunden. Wir gehen jetzt mal runter, aber ich denke mal, ey, in dem Zustand, in die Elementary School, ja. In die Grundschule. Einfach mal. Das kann ja echt. Oh, die Musik. Ich hab hier. Ich muss jetzt erstmal. Oh ja. Reloaden. Was haben wir hier noch? 86. Könnte knapp werden. Wie geht's uns eigentlich gesundheitlich? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Och ja, er kommt klar. Alles klar. So. Lalala. Nö, das ist. Es fliegt wieder. Ah, da. Nein. Nein. Böser Hund. Ja, da brauchst du gar nicht knurren. Aha. Ich muss nach rechts. Ja, nach rechts. Nee, du brauchst. Nee. Ich will das nicht. Ich laufe jetzt hier im Dunkeln. Ich will auch mal gehen, weil. Ich will nicht mal wegrennen, aber. Ich möchte auch mich eigentlich mit denen hier nicht anlegen. Oh, ich. Oh, Leute. Na! Ja, hör doch auf! Smithwick Street. So. Links rum. Links rum? Links rum. Ja, oh! Oh, zwei! Nein! Nachts ist hier Flugverbot. Vor allen Dingen, ja genau, die hauen mir hier voll ständig an den Kopf. Ja, ist klar. Und dann falle ich um. Wie viel habe ich denn davon? Ja. Ich muss weiterrennen. Ey, wie lange verfolgen die mich? Das gibt's doch gar nicht. Ja, geht weg! Nein! Oh! Oh ja, wenn es der eine nicht schafft, schafft es der andere. Finde ich gut. Blöden Viecher. Ich schieße jetzt. Ich schieße jetzt, ist mir egal. Nee, es ist gerade absolut. Geht noch. Ich wollte noch mal schnell auf die Map gucken, wo ich einmal hin. Die ist auf der rechten Seite, ne? Oh. Ja. Nee, weg hier komplett. Ja, ey, wovon rede ich denn hier? Nee, abhauen. Abhauen! Das gibt's nicht, ey. Diese Viecher. Ew. Ich hab echt nichts. Also, ich finde wirklich, ich spiele Silent Hill echt gerne, aber diese Tiere sind ja mal. Ja, genau. Ja, ist ja alles kein Ding hier, aber das hier scheint die Schule zu sein und ich möchte da. Ja, nein! Das ist doch nicht wahr. Nein, geht weg! Ich schieße auf euch. Auch wenn es nicht so aussieht. Ich schieße dahin, wo ich hingucke.
Gott, ey. Was ist, wenn mich hier die Panik überkommt, ey? So. Das ist doch hier die Mittelschule. Na, also, geht doch. Nein, ich bin gar nicht in Panik verfallen. Ich habe keine Lan... Ach ja, stimmt. Also, aber es wird doch hier die Mittel... Ah, hier, oder? Das ist eine Map. Das sieht aus wie eine Map. Hallo. Ich hätte gerne... Ach, das ist einfach nur ein olles Poster. Naja, gut. Oh, Leute, ey. Also, wenn sie kommen, dann kommen sie alle auf einmal, ja? Ach, hier ist doch eine Karte. Von der ganzen Welt. Oh, schön. Clock Tower. Hier gibt es einen Clock Tower? Karte von der Schule. Ja, natürlich nehmen wir die mit. Oh, wunderbar. So. Ich glaube, jetzt geht auch das fröhliche Türenchecken los. So. Was haben wir denn hier? Ist das nicht auch noch? Auch? Auch? Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Da spricht man manchmal ein bisschen... Seht's mir nach. Okay. Ja. Und die Musik. Ja, fröhlicher geht's echt nicht, ne? Ich hört ihr das auch. Okay. Wir gehen jetzt erstmal zur Reception. Und ich möchte jetzt nicht, dass hier mich irgend... jemand anspringt, wenn es... Ja, es geht schon gut los. Moore, Ronaldo, Gordon. Das muss die Lehrerliste sein. Haben wir die jetzt mitgenommen? Oder wollte er sie nicht mitnehmen? Es ist auch schön, dass er... oh Gott. Was ist das denn? Das ist doch... Das ist doch wichtig. Das liegt doch hier nicht... Moment. Moment. Ja. Ah, genau. Okay. Es ist im Blut geschrieben. 10 Uhr, Alchemielabor. Gold auf der Handfläche eines alten Mannes. Die Zukunft verborgen in seiner Faust. Gegen das Wasser des Weisen austauschen. Ja, gut. Es ist im Blut geschrieben. 12 Uhr, ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt. Ein verschollenen... Was? In verschollenen Sprachen erwacht beim verfügten Befehl. Es ist im Blut geschrieben. 5 Uhr, Dunkelheit, die die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Ich find's hier voll schön. Hier liegt was. Hier liegt was. Hier liegt was. Das sieht aus, als ob es hier nicht hingehört. Ich möchte das bitte haben. Gib es mir. Hier liegt voll der Knuddel rum. Oh, ist mein Controller vibriert. Geht's ihm nicht gut? Ich hoffe, das hört jetzt auf. Ich guck nochmal eben auf die Map. Fragezeichen, genau. Ja. Dann versuchen wir mal die Tür hier neben. Entschuldigung, gleich. Oh Gott, und die geht. Oh, das ist, finde ich, nicht gut. Hier kleben Leute an der Wand. Jawohl, oh Gott. Das Bild einer Tür. Ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es ist jedenfalls äußerst geschmacklos. Das kann man sehen, wie man will, Harry. Mag ja eigentlich auch so kranke Kunst, aber... Okay, das hier scheint der Aufenthalts... Ah, haha. Moment. Andere Seite lang. Okay, also das ist das Bild einer Tür. Öffnet die Tore? Aber hier ist ja nichts weiter. Harry, nimmst du... Ja. Gut. Aber man konnte da jetzt auch nichts benutzen oder so. Das ist ja auch irgendwie... Okay. Okay.
So. Ich gehe noch mal ran, oder? Aber da, guck mal, da oben in dem Viereck, das ist so ein Gesicht, oder? Ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es ist jedenfalls äußerst geschmacklos. Das ist irgendwie... Irgendwie... Kann man hier irgendwie die Bilder angucken? Diese tollen Gemälde. Nein, nein. Na, das hat bestimmt noch was. Das brauchen wir bestimmt später noch mal. So. So. Oh, diese Musik, ey, ehrlich. Also fröhlicher geht's echt nicht. So, das hier ist bestimmt das zur Turnhalle und zum Clock Tower. Also zum Clock Tower. Zum. Jetzt fällt mir das deutsche Wort wieder nicht ein. Zum Uhrenturm. So. Wenn ich da schon die Spinde sehe, möchte ich da eigentlich gar nicht rein. Hier ist ein ganz tolles Poster. Ist bestimmt voll wichtig. Das ist bestimmt voll. Nein. Es ist nicht voll wichtig, aber ist ja auch egal. Hier ist eine Krankenliege. Boah, ich finde das gerade nicht schön. Was ist denn das? Silent Hill Hospital? Das ist nichts. Oh, ich warte echt nur, bis hier einer aus der Ecke gesprungen kommt. Dann kriege ich derartig Herzlawaster, Leute. Wirklich, also dann schrei ich hier rum. Was ist das hier? 911. Ja, bitte. Gib es mir. So, Tonikum. Oh, ich möchte eigentlich gar nicht so viel Heilung finden, weil ich habe Angst. So. Okay, was ist das hier? Leute, ich werde speichern. Infirmary. Ja, okay. Ach, Leute, ey, es ist eklig. Also, er kann nicht in Schränke gucken. Ist vielleicht doch besser so. Jetzt die Musik wieder aus. Aber wenn ich jetzt rausgehe, ey, dann wimmelt's bestimmt. Und gleich setzt wieder diese furchtbar fröhliche Musik ein. Oh. Ich möchte hier gerade eigentlich gar nicht sein. Okay. Ja. Wo geht's denn da hin? Es war bisher alles offen. Ich bin irgendwie. Ich gehe einfach mal durch. Es ist abgeschlossen, alles klar. Dann gehen wir andere Seite lang. Ging das? Huch! Es ist abgeschlossen. Das heißt, ich muss wirklich in den Clock Tower rein. Warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. So. Sollte ich mir vielleicht irgendwie mal die Lehrer von den Namen aufschreiben? Oder weil das muss die Lehrerliste sein? Oder ist die jetzt gar nicht so relevant? Ich werde erstmal noch. Nee, ich werde jetzt erstmal noch hier mal lang gehen. Moment. Ich glaube, das hier war, Lobby. Ach so, ja. Von da bin ich gekommen. Alles klar. Das ist das hier, Clock Tower und etc. Alles klar. Courtyard. Das ist, ich finde das gerade schon wieder gar nicht schön. Ich finde das auch gar nicht lustig. Ich könnte. Oh, hier fliegt wieder irgendwas. Hier fliegt's! Gerade rüber ist eine Tür. Ja, nein. Nein. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg!
Oh, das sind die aus dem Traum, oder? Oh, schön. Ja. Die sind auch so gar nicht hässlich, aber hier ist noch eins. Aber das möchte ich mir jetzt nicht genauer ansehen. Darum gehe ich jetzt lieber. Oh, hier sind sie auch. Schön. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, Leute, dreh dich um. Schieß. Harry, okay. Sind sie tot? Sind sie tot? Sind sie tot? Ja, sie sind tot. Oh, Leute, ey, die sind ja mal gar nicht hässlich. Ein Freund in Not. Ein Freund in Not. Ja, bin ich auch gerade. Mir hilft auch keiner. So. Hall. Stopp. Nix Hall, erstmal Harry. Alles klar. Wir gehen trotzdem mal in die Hall. Schloss klemmt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ah ja. Na gut. Nein, das freut mich gerade gar nicht. Ich wollte da sowieso nicht rein. Ha! Was ist das? Ich finde da. Ich. Das ist einfach nur Vorraum oder was? Ich gehe jetzt erstmal noch zum Storage. Und hoffe, dass hier nichts rumrennt. So. Schloss klemmt. Ja, wunderbar. Wo geht's denn da hin? Teacher's Room. Also, Lehrerzimmer. Lehrerzimmer? Ich kann ja auch mal hier gucken. Da geht's. Alles klar. Alles klar. Ja, wo seid ihr? Was? Es geht. Nein! Was ist das? Was? Oh mein Gott! Das. Nein! Was ist denn das? Ich sehe. Was? Was war das denn? Das war jetzt gerade gar nicht strange. Das war wie. Oh Gott! Das ist wie ein Meerschwein oder sowas. Diese Tür, lass diese Tür zu sein. Das Schloss klemmt. Es hat gequiekt. Wie ein Hamster oder. Was ist denn das hier? Das ist doch bestimmt wichtig. Ja, es ist nicht wichtig. Entschuldigung. Es hätte ja sein können. Wenn ich jetzt rauskomme, dann kommen sie wieder auf mich zu. Und wollen wieder alle was von mir. So. Gehe jetzt erstmal in diese Richtung und versuche da die Tür aufzumachen. Wenn die Tür nicht geht, sie geht. Und ich versuche gleich mal die gegenüber. Schloss klemmt. Alles klar. So, was haben wir hier? Von der Tür, aus der, von der Tür. Aus der Tür bin ich gekommen. Ich überlege immer doch, ob das vielleicht wirklich. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Wir machen jetzt hier wieder Silent Hill Türchecker. Schloss klemmt. Ich glaube, da brauche ich es gar nicht versuchen. Aber hier sind die Toiletten und ich weiß nicht. Wetten, in die Toiletten kann man. Ja. Du elendes Rüsseltier. Oh, Leute. Ich hab's gewusst, ey. Stehen die hier auf dem Männerklo? Ernsthaft mal. Bin ich überhaupt auf dem Männerklo? Ich weiß gar nicht. So. Ich hoffe, ich muss. Hier ist doch was, oder? Ist hier was?
Hallo, ist hier was? Nein, hier ist nichts. Ach, jetzt werde ich wahrscheinlich hier die Türen. Nein. Wieso liegt der? Was liegt denn da? Was ist der? Also irgendwie fühle ich mich hier gerade ein bisschen veräppelt. Ich bin jetzt hier auf das Klo gegangen, nur damit, weil das Rüsseltier da stand. Also dieses, keine Ahnung, was das ist. Geh mal auf das Waschbecken geradezu, bitte. Ich möchte eigentlich mal gucken, ob er. Er sagt auch gar nichts zu den Türen. Dann gehen wir wieder. Jetzt steht hier draußen ein Rüsseltier. Nee. Ich wollte es gerade sagen. So, jetzt gehen wir hier rein. In die Toiletten kann man immer rein. Und das hier fällt mir gar nicht. Ist hier was? Ist hier nix? Ich. Nein. Nein. Und? Nein. Ja, was? Ach so, nee. Ich dachte jetzt, das geht noch weiter, ne? Ja, schön, ne? Kann man die Spinde aufmachen? Aber oh, wenn ich die Spinde sehe, dann habe ich jedes Mal echt Angst, dass da einer rausgesprungen kommt. Also hier ist echt nichts, ne? Dann werde ich mal versuchen, ohne zu stürzen, wenn es geht. Stopp. Müsste eigentlich die Tür sein. Ja. Harry, du musst noch mal ein Stück zurück. Gehen wir noch mal ans Ende des anderen Ganges. Versuchen hier die. Es ist abgeschlossen, okay. Also kommen wir da nicht durch. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Nein, es ist so gar kein Hin und Her hier. Ich finde das auch total toll. Und überhaupt, und diese Viecher, diese Rüsselviecher, die noch so komische Geräusche machen, finde ich auch gar nicht seltsam. Hier irgendwo gibt es eine Treppe. Apropos, war ich hier hinten schon? Hier so. Was ist das? Nichts drin. Nichts drin, okay. Dann gehen wir jetzt mal die Treppe hoch. Wo ich das. Oh. Bitte, bitte friss mich nicht. Oh, Leute. Es ist echt, es ist ver. Ja. Genau. Wo ist es denn? Hm? Total schön. Vielleicht kommt es wieder und macht oink oink und will mich essen. Wo bin ich denn jetzt? Ja, und wieder diese. Moment. Entschuldigung. Das ist hier wieder dieses. Oh. Labor. Komm ich rein? Oh Gott! Was? Was? Es ist hier irgendwo. Ich hör's doch. Ja. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Das ist eine Chemikalie. Ja, wir nehmen die mit. Wer weiß, wozu wir sie brauchen. Okay, wir bleiben jetzt einfach mal. Ich versuche jetzt hier einfach mal cool zu bleiben. Denn ich sehe irgendwie das Vieh nicht. Destilliertes Wasser, kein Grund, es mitzunehmen. Was ist das? Nichts Nützliches. Aber hier ist doch irgendwas. Was ist das denn?
Gott, ey. Das, also, man kann ja viel sezieren, ehrlich. Glukose, kein Grund, das mitzunehmen. Nee, also, so wie ich das jetzt hier sehe, gibt es hier nichts weiter. Das heißt, ich werde jetzt wieder rausgehen, wo diese ekelhafte Musik hoffentlich aufhört und die andere ekelhafte Musik anfängt. Ah, da ist es. Ich sehe es. Chemistry Lab? Oh, eine Chemikalie gefunden. Chemielabor. Okay, wir sprengen hier einfach mal alles in die Luft. Liegt da eine Hand? Nee, ne? Oh Gott. Es ist, hallo? Skulptur? Ach, Skulptur, ne? Gut, das ist mit festgeballter Faust, als ob er es niemals loslassen wollte. Gib es mir. Ja. Muss ich hier vielleicht die Chemikalie benutzen? Ich weiß es jetzt. Ist sie das? Nein. Aber sie ist hier. Use. Oh Gott, ich bin so schlau. Das klingt aber nicht gut. Oh. Ich habe ein Goldmedaillon. Ja. Nur die geschmolzenen Reste der Skulptur einer Hand. Nichts Beunruhigendes. Doch. Ich finde schon an sich, wie die Hand aussah. Ah, da liegen noch, da liegt noch. Die sah mir ein bisschen dolle realistisch aus, die Hand. So. Passen wir hier zwischen? Ja, wir passen hier zwischen. Super. Hier ist aber nichts. Oh, Leute. Oh! Fast hätte ich Headshot gesagt, aber das Ding hat nicht mal ein Head. Oh, Leute. Statue of Hand. Schön, dass er es nochmal aufgeschrieben hat. Guter Harry, aber ich habe es ja schon gelöst. Das war eigentlich dolle einfach. Wahrscheinlich, weil ich wirklich das auf einfach gestellt habe. Aber man weiß es ja immer nicht. Ich glaube, hätte ich wirklich auf hart oder normal gestellt, dann hätten die mich jetzt schon hier mehrmals gekillt. Weil ich kenne mich. Echt. Es ist abgeschlossen. Was ist das jetzt hier? Okay, vielleicht können wir hier durch. Wir können hier durch. Ja. Sie wünschen. Sie wünschen. Wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Müsste doch jetzt hier irgendwo sein, oder nicht? Ach, da. Hier ist noch eins, oder? Oder ist es das? Ah! Was bist du? Geh weg! Nein! Was bist du? Werder, was bist du? Ich möchte nicht mit dir darüber reden. Ich gehe jetzt einfach. Denn du bist gruselig. Also, die finde ich echt schlimmer, weil ich nicht weiß, was es ist. Und er schießt auch nicht drauf. Das ist so. Ey, das bringt hier einfach mal gar nichts. Tritt drauf. Was macht das mit dir? Macht das was mit dir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte. Ich habe mich wieder so genial gedreht. Nein, geh weg. Ja, und hier ist wieder dieses tolle, asoziale. Ugh. Hier ist ein A drauf. Oh, es ist weg. Sehr schön. Oh. Pick. Hat einer ein Schwein gemalt. Okay, hier ist ein.
Mülleimer? Ich möchte ja eigentlich. Eigentlich finde ich das hier gar nicht so toll. So. Die haben ja. Da hängt doch was. Hängt da was? What's this? Also, das ist hier Klasse A. Der fortgeschrittene Kurs. So war es bei uns damals in der Schule. Da gab es A-Kurse und B-Kurse. Und A war für die, die in der Materie voll drin waren, und B halt für die, die da nicht so in der Materie drin waren. Okay, also hier ist nicht wirklich. Oh. Oh, nein. Nein, 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 nein. Cut. Habt ihr. Da steht Cut. 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 Okay. Und ne, hätte ich mir das jetzt merken müssen? Steht Wolf. Wolf und Schwein. Nee, warte mal, ich muss nochmal zurück. Weil ich jetzt. Was? Zu. Ach ja, ist ja Grundschule. Ja, stimmt. Ich war jetzt schon wieder bei. Ja, ich war schon wieder völlig falsch. Steht hier am Spind auch irgendwas? Denn. Cut stand auf dem anderen. Und hier steht. Was steht hier? Hier steht gar nichts. Doch. AA. AA. Ein AA-Cut. Okay. Und Pick. Ob ich mir das vorsichtshalber. Moment. Ach, ist schon wieder der falsche Knopf. Oh, Leute. Ich bin im Klassenraum. Moment. Nochmal kurz einen Schluck trinken. So. Also, ich werde mir das mal. In die Bücherei habe ich gar nicht versucht reinzukommen. Also, ich schreibe das mal auf Classroom. Das ist. Ja, neben Library, oder? Neben Library. Ich weiß nicht, ob das was, also einmal, das war Pick. Und was stand da auf dem, ich gehe nochmal zurück. Moment. Das ist Pick und an den Spinden steht es A. Aber auch nur das A, ne? Ja. Nur das A. Oh Leute, er eiert so, weil ich ihn gerade. Ich habe einen Block auf dem Schoß. Und bin gerade. Ja. Ja. Und habe ihn gerade quasi mit dem. Das A, das ist so oft da, dass. Was, okay, und dann schreibe ich mal Pick. Und A. Classroom 2 nenne ich ihn jetzt einfach mal. Da gehen wir nochmal raus. Rein. Oh. So verwirrt ist sie schon. Da steht die 9 und Cut. Nee, hier steht noch was. 09. Nee. Zurück, zurück. Da steht 9109. Okay, Spinde 9. Lese ich das jetzt richtig? Ich muss
ihn noch mal kurz drehen. 9109. Oh, Leute, ich. 9109. 109. Und hier ist ein Foto vom. An der Tafel steht Zoo. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ich schreibe es mir auf. Tafel. Zoo. Und der Buchstabe A. Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass ich mir das jetzt echt umsonst aufschreibe. Aber es könnte durchaus. Ich ärgere mich dann einfach. Hier steht die 9 auch nochmal. Hier liegen einfach mal. In der Grundschule liegen. Ja, man muss ja auf alles vorbereitet sein, nicht wahr? Und Wolf. So. Wolf. Gut. Alles klar. Ist da hinten noch eine Tür? Nein. Versuchen wir jetzt einfach mal hier vorne rauszugehen. Wenn er es denn möchte und er schafft es, dann bin ich. Ach nein. Du kommst raus. Ja. Es ist so cool. Einfach. So damn cool. Aber die sind wahrscheinlich hinter mir, nicht? Ja, wer hätte denn das gedacht? So. Stirb einfach mal. So. Hier ist bestimmt wieder dieses kleine Wesen, dieses, oh, was immer das ist. Dieses kleine Schattenwesen. Ich versuche jetzt mal hier rauszugehen. Ich möchte hier gerne rausgehen, weil hier sind auch gleich die nächsten. Ja. Ich weiß, es ist vielleicht wahrscheinlich echt Patronenverschwendung, dass ich auf alles schieße, aber ist das jetzt. Oh Gott. Was ist das? Da ist hier als. Oh Gott. Moment. Das ist, als ob einer gegen die Tür, an einer Tür ruckelt. Oder sowas. Ich hab. Nein, bitte nicht. Ja, es entfernt sich. Also irgendwo. Nee. Im Spind? Hallo? Oh, bitte nicht fressen. Ernsthaft. Ist hier im Spind einer? Ja, toll. Das gibt's nicht. Oh, das ist so ein ekelhaftes Geräusch gerade. Ist das die Tür, an der der ruckelt? Ich jetzt hier rausgehe? Oh Gott. Ist, als ob einer von draußen. Aber ist ein Fragezeichen. Im Lockerroom. Okay. Oh Gott, das war jetzt echt unangenehm. Ich hoffe, dass. Passiert mir hier jetzt nicht nochmal. Nein. Hier ist der Musikraum. Oh, bitte. Oh, es ist im Blut geschrieben, wahrscheinlich wieder. Moment. Es ist im Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter, als der Pelikan so weit wie sie konnte.
Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um es zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einigt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zur silbernen Belohnung führen? Ja, super. Diese ganze kryptische. Ich mag sowas ja extrem, ja. Aber ich bin gerade immer noch so ein bisschen geschockt von diesem. Oh, das Klavier hat keine Tasten, ist das normal? Es lässt sich nicht öffnen. Komisch, sieht aber trotzdem nicht abgeschlossen aus, okay. Es ist wahrscheinlich kaputt. Oh. Das war das Bild vom dicken Hausmeister, der früher hier Musiklehrer war. Wahrscheinlich. So. Ja, yeah. Okay. Gehen wir hier mal raus. Bisschen überziehen können wir ruhig. Sowieso schon, wir haben sowieso schon die Stundenmarke geknackt. Ich hoffe ja jetzt noch einen Speicherpunkt zu finden. Abgeschlossen, alles klar. Ja, der Speicherpunkt war irgendwo unten, oder? Gott. Ja, genau. Ist der irgendwo? Oh Gott. Wo denn? Ist wieder dieses kleine Schattenwesen, oder? Was ist das? Es ist so. Oh Gott. Es quiekt immer so, wenn es hinfällt. Es ist eigentlich voll niedlich, ja. Kommen wir eigentlich in die Bibliothek rein? Da waren wir gar noch nicht. Und hier knurrt es direkt weiter, jawohl. Verbandskasten, ja. Ja, schön. Wo denn? Oh, Leute. Ich werde es finden. Ich werde es finden. Ah, nein, 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 nein. Oh, wie viele seid ihr? Tut ihr mir weh? Es ist gestürzt. Das hat doch hier irgendwas zu bedeuten, oder? Ha. Aber es sieht nicht so aus, als würden die mir wehtun wollen. Wer weiß. Vielleicht Schatten von Schülern oder so? Die hier früher ist. Mein ist ja eine. Ja, gut. Okay, ist vielleicht komische kleine Schüler, die einfach mal komisch und klein sind. So. Hier ist eine Tafel, hier steht was dran. Ich denke mal, das ist für uns gedacht. Geh mal dahin, guck dir das mal bitte an. Nee, möchte er gerade nicht. Na gut. Ist aber besser als in dem Raum, wo einer gegen die Tür gerackelt hatte. Das war so eklig. Mir fällt gerade was ein. Vielleicht hätten wir auch hinter denen hinterher gemusst. Hinter diesen kleinen, quiekenden Menschen. Die tun einem ja nichts. Ich bin ja gerade in zwei Reihen gerannt und ich lebe immer noch. Naja gut, also in die möchte ich jetzt nicht reinrennen. Das ist Fakt. Die sind eklig. So. Ja. Gucken wir das hier noch durch. Bisschen. Überziehen können wir ruhig. Ich gucke da jetzt nicht so hin. Ich mache immer nur. Oh ja, der Wärter Harry möchte nicht lesen. Es ist nicht abgeschlossen. Ja, schön. Das ist wieder die tolle Musik vom Anfang.
Bin ich jetzt wieder unten? Nee. Nee, gut. Ich suche eigentlich meinen Speicherpunkt. Ja, laufe doch langsam, mache doch langsam. Ich glaube, es war hier vorne. Kann man hier noch durch? Gut. Alles klar. Sehr schön. Aber wenn es wieder diese kleinen sind. Nein, sind sie nicht. Das sind diese Rüssel. Rüsseltiere. Oh, hier sind auch wieder Rüsseltiere. Oh mein Gott! Geh doch von mir weg! So. So, natürlich kein Speicherpunkt. Schade, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier einen Schnitt machen. Und was ist das denn? Oh Gott, nee, Moment, das muss ich mir noch angucken. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Silent Hill.